Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ursangus Tatze. Die bekommt man von einem gedroppten Item von dem Mob Ursangus. Ich befinde mich schon hier im Spawngebiet bzw. in dem Gebiet, wo er zu finden ist. Hier bei der Steinqualmpfad im Eschental. Und den darf man jetzt suchen. Ein Tipp von mir, um ihn leichter zu finden, könnt ihr euch ein Makro machen. Ich zeige euch auch, wie das geht für die Leute, die es nicht wissen. Also, Makros erstellen. Dann geht man auf Neu. Dann will man irgendein Symbol. Name noch eingeben. Ursa, das genügt. Und dann bei Makro-Befehle eingeben, gibt man Schrägstrich DAR Ursa. Das genügt schon. Ob groß oder klein geschrieben ist, soweit ich weiß, egal. Dann speichern und dann zieht man sich das Symbol in die Leiste. Dann läuft man durch dieses Gebiet umher und drückt immer wieder das Makro. Falls ihr ihn ins Ziel bekommt, ihr ihn aber nicht seht, dann könnt ihr ihm noch ein Schlagzeugsymbol geben. Irgendwas, das man auf Grün gut sieht. Rot, ich glaube, das wird gehen. Ansonsten irgendeins, was euch gefällt. Ich werde das jetzt machen. Und sobald ich ihn finde, werde ich euch das genauer zeigen, wie es mit dem Makro funktioniert. Also werde ich in seiner Nähe das Makro benutzen. Und dann seht ihr es gleich. Also, bis gleich. Ich habe ihn gefunden. Und hier ist er. Ziemlich hohe Aqua-Range. Und ich zeige euch aber dennoch, wie es mit Makro funktioniert. Wie ihr seht, habe ich mich im Ziel. Und sobald ich das Makro drücke, bekommt man den Ursangus ins Ziel. Gut, ich habe ihn zurückgesetzt. Und der ist ziemlich wütend. Das gefällt mir nicht. Oder diesen Mob ins Ziel, Makro. Und falls man ihn nicht erkennt, wie erwähnt, Schlagzeugsymbol, Stern, dann schaut man sich um. Und man erkennt ihn leichter mit Symbol auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich greife den mal an, um euch zu zeigen, wie das Quest-Item ausschaut. Soweit ich weiß, ist es auch grün. Aber wenn ihr was seht, finde ich es besser. Nicht, dass es heißt, ich verweppel euch. Looten und hier ist das Quest-Item. Ursangus Tatze. Tatze benutzen. Quest annehmen. Mal schauen, ob es was zu beobachten gibt. Nein. Okay. Ich begebe mich nun zum Splinter-Tree-Posten. Und dann werde ich euch zeigen, wo man diese Quest abgeben kann. Also, ein letztes Mal hoffe ich. Bis gleich! Ich bin nun angekommen beim Splinter Tree Posten. Hier auch die Map. Splinter Tree Posten. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Falls nicht, egal. Ihr habt es ja auf der Karte gesehen. Und hier ist auch schon der Abgabe-NPC. Wie kann ich euch helfen? Quest ist abzugeben bei Senani Sanderbihirt. Sanderhirt. Also nicht Hirt, sondern Hirt. Habt günstig. Im Eschental. An dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Eizocke, Ende.